gut zu schwitzen. Ist gesund. Gut. Also, ihr springt wieder zurück, macht die ersten Teile und dann besucht ihr mich wieder hier. Und dann geht's gleich weiter. So. Trinken ist sehr wichtig bei diesem Workout. Ihr werdet schwitzen. Ihr schwitzt wahrscheinlich schon. Also, immer schön viel trinken. Währenddessen nutzt die Pausen dazu. Und dann machen wir direkt weiter. Wir pressen die Hände zusammen und führen sie nur nach oben. Aber wir achten darauf, dass hier dieser Druck immer hoch bleibt. Und wieder nach unten. Und nach oben. Das ist eine Übung, die werdet ihr spüren in euren Schultern. Und hoch und runter. Und schön den Druck halten. Und in der nächsten Übung brauchen wir das Handtuch, also haltet das Griff bereit. Keine Pause, schön einrollen. Und wir legen uns hin. Und haben das Handtuch. Strecken die Beine und ihr seht schon, es geht auf den Bizeps. Das könnt ihr steuern, wenn ihr es nicht so fest haben wollt. Macht ein bisschen weniger. Dann müsst ihr nicht am Handtuch reißen. Da bleibt es noch ganz. Und wir kommen wieder hoch. Es geht weiter. Zusammenpressen. Nach oben. Und zusammengepresst halten. Und es geht nach oben. Haltet diese Spannung. Da freut sich die Schultermuskulatur. Eins. Wir sind schon im zweiten Satz, das heißt, ihr habt es gleich wieder geschafft. Jawohl, und wir gehen wieder runter. Nehmen das Handtuch, greifen das so, so in dieser Hand und pressen mit den Beinen gegen unseren Oberarm. Ihr könnt den Kopf ablegen, ihr könnt ihn auch so halten, wie euch das besser gefällt. Und perfekt. Alles nur mit deinem Handtuch und deinem Körpergewicht. Und wir kommen wieder hoch. Letztes Mal. Zieht es durch. Fest zusammenpressen. Und nach oben. Und nach unten. Schaut auch, dass die Spannung hier oben genauso fest bleibt wie unten. Letztes Mal auf dem Boden, nehmt euch das Handtuch, spannt es in euren Beinen an. Hier trainieren wir nur den Bizeps. Und noch zwei. Eins. Und zwei. Gönnt euch eine Pause. Gut gemacht. Habt ihr gut durchgezogen. Eine Minute Pause. Wir sehen uns im nächsten Video.